Und da schimmelt sich's Welt von Shakes and Fidgets. Es befinden sich mal wieder zwei Überraschungen in meinem Inventar und das ist schön so. Ich würde mal sagen, Moment, die Quest ist gleich fertig. Flammender Prellbog. Huch, was ist das? Ein episches Item. Ja, ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie habe ich ziemlich viel Glück. Ring der Bosheit direkt nochmal bekommen. Diesmal alle Attribute. Und leider ohne Sockel, aber trotzdem Futter für die Toilette und das ist gut so. Einfach kostenlos bekommen. Beim Questen, Dankeschön, habe ich mir gespeichert, dieses Abenteuer. Hier ist er, der Ring. Und den habe ich auch neulich bekommen. Den gab es nicht beim Epic Event oder so, sondern einfach so zwischendurch. Danke. Ja, und natürlich, was sieht man da? Was sieht man da? Ein goldenes Ei. Welcher Begleiter wird sich darin nur befinden? Wenn man überlegt, welchen Gegner ich gestern bezwingen konnte, dann sollte diese Antwort selbsterklärend sein. Na gut, erstmal hier gewinnen, das ist sehr schön. Dann Platz im Inventar machen und mal schauen, ob ich dieses Item... Jetzt muss ich mal rechnen, wie viel hat mir hier noch gefehlt? 170. Wenn ich dieses Epic reinwerfe, fehlen mir noch 120. Das sind 4 Edelsteine. Das würde dann perfekt passen. Ja. Hab mich verrechnet? Nö. Dann bin ich bei 880. Ein Edelstein gibt 30, 910, 940, 970 und 1000. Jawohl. Das war genau die richtige Rettung. Das habe ich benötigt, dieses Item. Rein damit. Jehau. Und weil es sowieso ein Alle-Attribute-Item ist, ist es relativ egal, wenn ich das reinschmeiße, aber kommt sowieso weg. Ohne Sockel leider nicht zu gebrauchen. Sehr schön. Also, das war perfekt. 880, ein Edelstein 30. Sehr schön. In 4 Tagen kann ich wieder spielen. Habe ich nicht erst gespielt? Das geht irgendwie relativ schnell. Was ich bekommen habe, endlich mal ein grüner Edelstein, aber leider... Ja, 515. Das ist jetzt nicht der allerbeste. Allerdings kann ich Folgendes machen. So, hier. Da haben sich ein paar Leute gefragt, hä, was ist da los? Warum hat der hier bessere Handschuhe? Es gab da so ein Epic-Event. Das war vor 2 Epic-Events oder so. Sieht man auch anhand der Stats. Das ist schon ein bisschen älter. Und bei diesem Epic-Event habe ich so viel geblättert, dass mein Inventar voll war. Und ich hatte dann keinen Intelligenz-Edelstein, der besser war. So dass diese Handschuhe auch besser werden könnten. Wenn man vergleicht, meine Handschuhe, die haben irgendwie 60 Int mehr im Edelstein. Das heißt, diese 7 Attribute auf Int, Ausdauer, Glück, die können das nicht irgendwie wieder gut machen. Ja, und seither kam einfach kein Intelligenzstein, den ich irgendwie nicht für andere Items auch benötigt hätte. Jetzt ist einer da und ich kann tauschen, das heißt, ich... rüste mir diese Handschuhe aus, bekomme einerseits hier sowieso mal 3 Int dazu durch den Edelstein und plus 7 Int Ausdauer Glück und mehr Rüstung, nicht dass das eine Rolle spielen würde. Und der bekommt jetzt diese hier, ja, die unterm Strich auch besser sind, weil bessere Edelsteine und so. Sehr genial, sehr, sehr genial würde ich sagen. Leider war noch kein Geschick-Edelstein dabei für die Kunigunde, denn dann würde ich hier wahrscheinlich diesen Ring geben... Aber im Prinzip ist es auch egal. So, und bevor ich es vergesse, ich weiß, natürlich muss ich verzaubern und die Handschuhe, das ist eine der wichtigsten Verzauberungen fürs Dämonenportal. Denn ohne diese Verzauberung startet man nicht zu 100%. Das heißt, im Dämonenportal könnte es dann sein, dass ich manchmal keinen Schaden verursache. Im Gildendämonenportal, nicht im Solo. Da überlebe ich ja doch immer einen Hit. Wieder ein Epic bekommen. In jeder Folge gibt es irgendetwas Neues. Das ist schön. Und ich würde mal sagen, diesen Edelstein, wo ist der Krieger? Den bekommt er. Den hat er sich verdient. 573. Ja, der kann überall rein. Momentan sind die Schuhe, wollte ich sagen. Und dann kommt sowas um die Ecke. Sauber. Genial, genial, genial. Und genau. 535 Millionen Gold habe ich am Konto. Das ist ebenfalls sehr schön. Mal schauen, ob hier noch ein wenig Gold dazukommt. Ich hoffe nicht. Wow, 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 wow. 7-mal gedreht und bisher nur Ressourcen. Genial. Okay, und jetzt geht's mit Gold weiter.
Aber viele Ressourcen heute. Schön, 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 schön. Das war heute mal wieder ein guter Tag. 20 Millionen Gold dazu bekommen. Moment, heute sind Handschuhe dran, oder? Kopfbedeckungen. Ja, fast Handschuhe. Ist ja auch egal. Gut, was kann man jetzt machen? Jetzt kann man 55 mal Intelligenz skillen. Damit sollte ich 23.000 Int knacken können, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt blinkt sogar der Pets-Button. Wieso, weshalb, warum? Weil ich natürlich das Ei einlösen kann. 23.000 und 24 Intelligenz. Schön. Ja, Gold-Event, du bist beste Event, wo gibt. Und wieder 11 Millionen bekommen. Hier nehme ich die kurze und das Teil wird verkauft und ich kann wieder zweimal skillen. Es ist unfassbar schön. Gut, dann wird hier dieses Ei eingelöst. Der springt nicht automatisch zum richtigen Element, das finde ich seltsam. Bei dem goldenen ist das irgendwie nicht so. Meine Damen und Herren, suchen Sie sich einen Begleiter aus. Welchen möchten Sie haben? Ich entscheide mich für den romantischen Flossnessel, den man nur zu Valentinstag bekommen kann. Nein, es war die Vestor. Da ist er, der Krieger, ist hier natürlich gleich stark wie Mauhell, je nachdem, Rudelbonus und so, 16, 16, doch, die müssten identisch sein, wenn ich den hier füttere und füttere und füttere, 1440, 1440, sehr fein, sehr fein, sehr fein. Jetzt habe ich schon hier den fast auf 100 und der wird gelevelt, so muss das sein. So muss das sein. Und da kann ich einmal füttern. 96, da werde ich dann auch bald alles hier durchrocken. Luchterblanc ist satt für heute. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Das ist eine feine Sache. Warum habe ich diesen Instein übrigens nicht hier ausgetauscht? Weil der natürlich weitaus schlechter ist als der, der hier drin ist. Also da muss schon ein großer nachkommen, sodass ich das tauschen kann. Na gut. Mit dieser Motivation, dass ich so stark geworden bin, wage ich mich an den Tiefgefallenen ran und sehe mir an, was der so kann. Heute sieht es nicht so kritisch aus, aber trotzdem ist der Schaden enorm. Oh Mann, wenn man mal hier den Kürzeren zieht, aber dann so richtig. Nie kritisch, da war kein einziger Crit dabei, oder? Heftig, manchmal gibt es Tage, da trifft man nur kritisch und dann sowas. Eieieiei. Na gut, mal schauen, ob ich in der Gilde heute einen Kritter landen kann. Und kann er? Ja, er kann es, der Hannes. War zwar kein großer, aber immerhin besser als keiner. So, die ist eigentlich genial, aber ich will nach wie vor auf Gold spielen, deshalb muss ich die kurze nehmen. Ich muss nicht, aber ich will einfach. Ja, ich will. Heute ist Licht dran. 436 mit 15 Begleitern, das ist wenig, die Zahl 16 stimmt hier nicht, das sind selbstverständlich 19, ich weiß nicht, warum sich das nie so wirklich aktualisiert, egal, das ist knifflig, wenn du nur 15 hast, kannst du dann überhaupt, ist dann Mesmerit dein letzter? Naja, das kommt darauf an, ob man die anderen geholt hat. Ich würde mal sagen, wenn echt Mesmerit dein letzter ist, müsste hier Erde gewinnen können. Ich versuch's. Erde. Mal schauen, ich kann nicht am Anfang direkt schon Killridge Unicorn verbraten. Deshalb hoffe ich. Ja, Mesmerit ist dein letzter. Den hast du wahrscheinlich auf 100. Und Kloppdiwop ist mein letzter. Sehr schön. Da Fuchs 67 und jetzt Mesmerit 100. Genau wie ich es mir gedacht habe. Sollte allerdings kein Problem für Kloppdiwop sein, vor allem mein Rufus hat Mesmerit ja schon gut geschwächt, aber hey, so Zitrone des Lichts und es wird geschehen. Ich freue mich auf Level 100 Unicorn. Grenzgenial, das ist fein, mein erster letzter Begleiter, den ich auf Level 100 habe. Und jetzt ist noch Heraldon dran. Der wird hochgelevelt. Sauber. Ich sehe Mokka-Torte mit 19. Da habe ich keine andere Wahl, als Licht zu verwenden. Vor allem mit dem Level. Ich glaube, Mokka-Torte hat auch wahrscheinlich Heraldon oder Unicorn schon auf Level 100. Mal schauen.
Da kommt es jetzt einfach nur aufs Glück an. Ausweichen, blocken, Crits oder nicht Crits. Das ist hier die Frage, wie einst Shakespeare schon sagte. Killridge ist mein letzter. Ich habe da so einen Kampf in Erinnerung gegen Mokkatorte mit Licht, an welchen ich mich zurückerinnere, aber anscheinend täuscht mich das gerade. Killridge, warum bist du so stark? Das gibt's ja wohl nicht. Mal schauen. Der besiegt den Heraldon 1. Unicorn, oh, das habe ich falsch in Erinnerung. Das habe ich irgendwie falsch in Erinnerung. Naja, mich freut's. Mich freut es vor allem die Zitronen, die kann ich jetzt täglich verbraten. Da kann ich hier füttern und da füttern. Das ist dann nicht so schlimm, vor allem weil ich ja Unicorn schon habe. Und 216, da kann ich mal mein schwächstes Element leider noch immer Feuer verwenden. Bam, badam. Ohne den Kampf anzusehen. Kann ich Unicorn nochmal füttern? Schade, aber hier sind doch noch zwei Punkte. Mann, ihr habt mich veräppelt. Ich will mein Geld zurück. Aeron mit 19 Pets. Gut, Schatten oder Wasser. Ich nehme Wasser, Wasser ist ein bisschen stärker. Und wer weiß, Killridge macht oft Probleme, von daher muss man sich da vorbereiten. Unda ist mein letzter. Das wird interesting. Killridge 100. Heieiei, Fluch. Komm, noch ein Crit bitte, Fluch. Ja, hast ihn nicht gut geschwächt, aber immerhin. Werde ich wahrscheinlich nicht, oder? Das wird eng. Ah, schade, 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 schade. Echt schade. Naja, ich hätte nichts machen können, aber das ist krass. Zwei 100er haben, naja, Unda ist nicht ganz 100, aber Fluoch hat sogar hier noch angegriffen. Ja, wir wissen es alle. Killridge ist zu krass. Ich kann leider nur einmal mit Licht angreifen. Deshalb, und jetzt hier 402 nochmal Licht. Da werde ich auch mit Schatten verlieren. Jeder hat einfach schon Killridge. Es Licht ist zu heftig. Das kann man nur einfach so sagen. Die Lichtfundbedingung ist viel zu einfach. Und alle anderen, da muss man eben Silvester, Valentinstag, Ostern, dies und das und so. Das ist nicht alle Tage, aber das Epic-Event, das gibt's immer. Deshalb ist der Killridge so übertrieben stark. Luchterblanc ist mein letzter. Ich werde verlieren wahrscheinlich. Killridge 100, dagegen kommt man nicht an. Außer mit Licht. Das geht einfach nicht. Oh, Killridge 85. Wenn jetzt Ninja eine Vorarbeit leistet. Ja, das war ein bisschen was, aber ich glaube, keine Chance, nö. Keine Chance gegen den übertrieben starken Killridge. Vor allem, weil man bei Licht auch so viele Begleiter finden kann. Dass man hier, das ist ein 15er Rudelbonus. Und hier hat man einfach 19. Das hat jeder hier 19, 19, 19. Egal welches Level, jeder hat hier schon 19. Licht ist übertrieben. Wenn man Licht als Gegner hat, da kann man, das war 3 von 5. Oh Mann, dass ich sowas noch erleben darf. Das ist schon lange nicht passiert. Da bin ich richtig hart runtergesunken, weil ich habe da 150 Ehre gerade verloren bei dem letzten Lose. Und von daher, aber ich habe 82 Pets. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, so von der Anzahl her würde ich mal sagen, Top 15 sind mir da sicher. Ja, und es geht schon langsam dem Ende zu. Hox hat 88, sehe ich jemanden mit 87? Nö, mit 86 auch nicht, 85. Was hast denn du dir geholt? Das gibt's ja wohl nicht. Hast du die Mine schon auf 20? Das kann natürlich sein, weil Hox ist bei der Festung echt, echt, echt gut mit dabei. Na gut, ich will so eine fette 5-Millionen-Mission. Was ist denn da los? Dann nochmal eine kurze und drauf hoffen. Denn sonst mache ich mich besoffen. Nein, mache ich natürlich nicht. Keine Sorge. Julian Styler, du hast nichts am Start, aber auch keine Beute für mich. Der Alfonso, leider genauso wenig. Na gut, 5 Tage noch. 5 Tage. Habe ich hier mittlerweile genügend Ressourcen? Nein, habe ich nicht. Ja, sehr schön. Schöner Tag. Neues Epic. Ein neues Epic. Eins ins Klo geworfen. Ein neuer Begleiter. Leider nur 3 Früchte bekommen, obwohl Licht grenzgenial ist. Naja, kann man nichts machen. Und dann noch zu S33 rüberschauen. Und hier starte ich mal wieder mit dem Dämonenportalgegner. 196. 194. Schade, da bin ich danach gestorben. Oh, das war knapp. Da hätte mir nicht mehr viel gefehlt, dass ich diesen Treffer überlebt hätte. Ich will in die Taverne. So, Charakter und jetzt ab in die Taverne.
10 Millionen, das war eine schöne Quest. Bam-bidam. Da nehme ich die hier an. Gut, ganz kurz. Jawohl, der ist enorm wichtig. Und ich würde mal sagen, heute ist der Tag gekommen, an welchem ich mir diesen Ausdauertrank gönne. Ist wichtig fürs Dämonenportal. So, bei den Gegnern Licht. Habe ich natürlich auch hier. Aber ich muss sagen, Nahon ist schon ziemlich heftig. Der sollte gewinnen können. Selbst gegen Plutoid 100. Denke ich schon. Jawohl. Locker flockig. Und dann noch Fuson. No problem. So. Do. Dann hier meinen täglichen Loose abholen. Nein, ich habe mal gewonnen. Hanne gewonnen. Wie schön ist das denn? Hier den schwächsten Stein reinwerfen. Da dauert es ein bisschen länger, weil ich da nicht so viele Epics habe fürs Klo. Einmal drehen, Handschuhe bekommen. Was sagt die Hexe auf diesem Server heute? Schuhe. Naja, wenn ich die Hand rausschneide, dann hätte ich irgendwie Schuhe. 143 Millionen Gold habe ich hier. Ich skill die Ausdauer noch ein bisschen hoch. So bis 9 Millionen mal mindestens. Das kann man hier definitiv tun. Und Ende Gelände. Weil ich hier bei der Mätresse einen richtig fetten Versuch, das waren 11%, so in etwa. Schilling. Manchmal 50, manchmal 11, so ist das eben. Dann muss ich hier bei den schwächeren Schattenwelt-Dungeons leider auch mal weitermachen. Krieger alle Attribute, ich denke nicht, dass er das gebrauchen kann. Nein, also weg damit. Okay, dann würde ich mal sagen, für heute war es das mit diesem Video. Wie ich sehe, gehe ich auf die Top 50 zu. Es macht sich bezahlt, hier täglich oft anzugreifen. Nimm es! So, dann daran. Hier Schlumpfer. Okay, ich hätte vielleicht doch den einfacheren Gegner nehmen sollen. 23 Intelligenz ist zu wenig, leider. Na gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.